Herzlich willkommen. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt in diesem Video einmal die Schritte durchführen, damit Sie es schaffen, Ihre PyCharm IDE mit dem Mikrocontroller, also mit der kleinen Spinne hier, zu verbinden. Ich habe mir gedacht, Sie vermissen bestimmt alle schon die FH, genau wie ich. Deshalb habe ich mir mal ein schönes Hintergrundbild, zumindest für diese Einleitung, gemacht, dass Sie nochmal unseren schönen FH-Campus sehen. So, aber das erstmal nur zum ersten Schritt. Wo wir jetzt eigentlich hinwollen, ist an einer anderen Stelle. Und zwar will ich mit Ihnen einmal auf das ILIAS gucken. Im ILIAS gibt es so einen Bereich mit den Informationen zu der IDEs, die wir verwenden werden. Da gibt es zum einen Links zu der PyCharm IDE und dem MicroPython Plugin. Das sollten Sie beides schon installiert haben. Ich habe Ihnen außerdem noch einen Link zum Download der MicroPython Craft IDE eingebaut. Die wird man an einer Stelle einmal verwenden. Die brauchen wir nur ganz kurz, um eine Information einfacher zu finden, als wir sie sonst finden würden. Das ist auch nur ein kleiner Download. Ausführbares Programm, das können Sie hinterher wieder entfernen. So. Also, wir sollten diese beiden Softwaren, die PyCharm IDE und die MicroPython Craft IDE, verfügbar haben. Und dann können wir loslegen. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt bin ich hier falsch gewesen. Ich starte mal meine PyCharm IDE. Das dauert ganz kurz. Wenn Sie die zum ersten Mal starten, bekommen Sie so ein Pop-up. Bei mir sind jetzt hier links schon relativ viele Projekte. Sie haben wahrscheinlich noch keins, deshalb können Sie hier auf Anlegen eines neuen Projektes klicken. Dem geben Sie dann irgendeinen Namen und legen es irgendwo da auf Ihrer Festplatte ab, wo Sie das gern hätten. Wichtig ist, dass Sie auf jeden Fall ein neues Virtual Environment anlegen. Was ist so eine virtuelle Umgebung? Das ist für ein Projekt einen abgeschlossenen Bereich, in dem Sie später auch zum Beispiel Module, also Bibliotheken, installieren können. Normalerweise erfolgt diese Installation, wie wir sie gesehen haben, mit pip immer in die Python-Installation, die Sie auf Ihrem PC oder Mac haben. Wenn Sie mit vielen unterschiedlichen Bibliotheken arbeiten, ist das manchmal problematisch. Von daher empfiehlt es sich, so eine virtuelle Umgebung anzulegen. Dann haben Sie für jedes Projekt so einen abgeschlossenen Bereich. Der einzige Nachteil ist dann, Sie müssen gegebenenfalls Pakete mehrfach installieren. Aber das ist der kleine Nachteil, den man hat, dadurch, dass man sehr viele Vorteile erkauft. So, jetzt klicken wir hier einmal auf Create. Dann dauert das ein paar Sekunden. Nach diesen paar Sekunden ist dann die virtuelle Umgebung aufgesetzt und das Projekt erstellt. Und dann könnten wir loslegen. Das erste, was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen dieses MicroPython Plugin aktivieren. Das tun wir hier, indem Sie in die Einstellungen gehen und in den Einstellungen einfach mal nach Micro suchen. Dann landen Sie hier bei diesem Punkt MicroPython und Sie sehen schon, der MicroPython Support ist noch nicht aktiviert. Wenn ich den jetzt aktiviere, muss ich zum einen auswählen, welche Art von Mikrocontroller ich habe. Unsere ist der ESP8266 und jetzt muss ich außerdem noch auswählen den Pfad, unter dem dieser Mikrocontroller mit dem USB-Port verbunden ist. So, und da dieser Pfad schwierig herauszufinden ist, genau dafür brauchen wir jetzt diese MicroPython Craft IDE. Da passiert jetzt nicht viel, ich habe da jetzt drauf geklickt. Sie sehen sich bei mir, ändert sich hier nur oben in der Menübar ein bisschen was. Bei Ihnen könnte es sein, dass da ein anderes Fenster aufgeht. So, aber wenn ich in der MicroPython Craft IDE bin, kann ich auf Tools klicken und dort Serial, und da sehe ich alle serielle Verbindungen, die aktuell mein Computer hat. Hier sind verschiedene
Und es sollte wahrscheinlich bei Ihnen auch nur eine geben, die sowas sich nennt wie USB-Serial, also eine serielle Verbindung über den USB-Port. Und das ist genau die Verbindung zu Ihrem Mikrocontroller. So, und diesen Pfad, den müssen wir jetzt merken, müssen wir einmal abtippen. Ich habe den, glaube ich, noch im Zwischenspeicher, genau deshalb muss ich den jetzt nicht tippen. Dann klicken wir auf Apply und OK. Und jetzt könnten wir uns eigentlich schon über die Tools mit MicroPython mit unserem Mikrocontroller verbinden. Leider ist dieser Punkt noch ausgegraut. Was ist der Hintergrund? Es fehlen noch ein paar Bibliotheken, die dieses MicroPython Plugin braucht. So, und am einfachsten bekommen wir die, indem wir jetzt hier in unserem Projekt eine neue Python-Datei anlegen. Nenne ich jetzt mal Test. Beliebigen Namen können Sie da geben, können wir später wieder löschen. Sobald die angelegt ist, sehen Sie, bekommen wir hier oben so einen Hinweis, dass Pakete, die benötigt werden, noch nicht installiert sind. Zum Beispiel PySerial oder noch ein paar weitere. Und das Schöne ist jetzt, wir können hier einfach auf Install Requirements klicken. Und dann sehen Sie hier unten, geht ein bisschen was los. Na, da wird ein bisschen was installiert. Auch das dauert jetzt wieder ein paar Sekunden, bis diese Pakete heruntergeladen und installiert sind. Dann bekommen wir hier so ein schönes Hinweisfenster, dass das alles geklappt hat. Und die Fehlermeldung hier oben ist weg. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir uns mit dem Mikrocontroller verbinden können. Jetzt kann ich hier wieder auf Tools, MicroPython klicken und hier gibt es jetzt den Punkt MicroPython REPL. Wenn wir den einmal anklicken, sehen Sie, dass sich bei mir hier unten so ein Fenster geöffnet hat. Ups, das war die falsche Richtung, da wollte ich hin. Und da sehen Sie auch wieder den Pfad, den wir gerade eingegeben haben. Und es gibt ein paar Informationen und zum Beispiel auch den Hinweis, man soll mal Help eingeben. So, ich mache das Fenster jetzt mal ein bisschen größer. Leider ist die Schrift hier sehr klein. Wenn wir da jetzt draufklicken, dann sehen Sie, es gibt ein bisschen Ausgabe. Das Spannende ist das, was hier steht. Welcome to MicroPython. Dieser Eingabeaufforderung oder diese Shell, die wir da gerade sehen, ist jetzt die Shell, die hier läuft, auf dem Mikrocontroller. Wir sind mit dem Mikrocontroller verbunden über USB und auf dem Mikrocontroller läuft das MicroPython und die Ausgaben, also diese Python-Shell auf dem Mikrocontroller, deren Ausgabe wird hierhin umgelenkt und unsere Eingabe, die wir hier tätigen können, wird zu unserem kleinen Mikrocontroller geschickt, da verarbeitet und das Ergebnis bekommen wir wieder. So, das Ganze können wir jetzt mal ausprobieren. Was ist immer das Erste, was man macht? Man schreibt ein Hello World, also Hello MicroPython. Wenn ich das hier einschreibe, bekomme ich hier die Ausgabe zurück, wie erwartet. Und das Spannende jetzt eben, diese Ausgabe kommt nicht von meinem Laptop, sondern die kommt hier von dem Mikrocontroller, der über USB verbunden ist. So, und damit haben wir es jetzt eben schon geschafft, dass wir auf unserem Mikrocontroller Python ausführen können. Ich will Ihnen jetzt gern noch drei Möglichkeiten zeigen, wie Sie Python-Code ausführen können. Die erste und die einfachste haben wir schon gesehen. Habe ich das hier mit geklärt? Na, das kriegen wir jetzt nicht, deshalb mache ich hier mal so ein paar. Die erste und einfachste ist, dass ich einfach Python-Code hier in der Shell schreibe. Ich kann zum Beispiel for i in range 10 print i. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ach, da war kein for i in range 10 print i
Ja. Ich habe jetzt hier Python-Code geschrieben und Sie sehen, der Python-Code wird da jetzt auch direkt ausgeführt. Hier finde ich die Eingabe. Hier ist mein Python-Code, hier wird er direkt ausgeführt. So, das ist die erste Variante. Wir wollen natürlich später, wenn wir komplexere Programme schreiben, die nicht immer hier in der Python-Konsole eingehen. Die Python-Konsole ist eher dafür da, mal so ein Debugging zu machen, Fehler zu suchen oder was schnell auszuprobieren. Was wir eigentlich tun wollen, ist, dass wir ein Python-Programm, das wir geschrieben haben, hier irgendwo lokal in unserem Projekt, dass wir das irgendwie auf diesen Mikrocontroller bekommen und dann ausführen. So. Und das Erste, was wir jetzt mal machen, ist genau das. Ich habe ja vorhin diese Datei test.python angelegt und in dieser Datei test.python schreibe ich jetzt eine Funktion. Muss ich das irgendwie größer machen hier? Es wird eine ganz einfache Funktion. Dev, die nennen wir Demo. Die soll auch keine Parameter haben. Und was die jetzt tut, die macht einfach ein For Loop for i in Range 50, meinetwegen, print der Wert von i ist und dann i. Ja, das können Sie ja, da werden wir die Aufgabe bekommen, der Wert von i ist 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Genau, und damit haben wir jetzt ein valides Python-Programm geschrieben. Und das Ganze können wir mal speichern. So, jetzt würde ich gern diese Datei hier, dieses test.python, auf den Mikrocontroller bringen. Und auch dabei hilft mir jetzt die PyCharm-IDE. Nämlich diese MicroPython-Plugins, die können zwar zum einen diese REPL aufrufen, also diese Python Shell, oder alle Dateien von unserem Mikrocontroller löschen. Aber das ist nicht das Einzige, was die können. Wir können es auch noch schaffen, dass wir Dateien und ganze Verzeichnisse auf dem Mikrocontroller kopieren. Dazu machen wir jetzt mal einen Rechtsklick und dann gucken wir, ja, dafür müssen wir hier so eine RAN-Konfiguration anlegen. Das geht über Edit Configurations. Also, und hier können wir jetzt eine neue RAN-Konfiguration anlegen. Und da sehen Sie jetzt auch, hier gibt es, kriege ich das hin, dass ich denen das zeige? Hier gibt es auch so einen MicroPython-Eintrag. So, und der nennt sich Flash. Flash heißt, die Daten werden kopiert. Jetzt muss man nur noch sagen, was soll denn kopiert werden? Kopiert werden soll hier das test.python. Ja, das könnte ich hier auch auswählen. Da muss ich das nicht, nicht von Hand eingeben. Module for parses not found. Ach, da muss man wahrscheinlich den ganzen Pfad hier eingeben. Ja, jetzt muss ich das einmal schnell suchen. Das ist hier Demo, das test.python. Ah, ich brauche den kompletten Pfad. Okay. Und jetzt kann ich hier sagen, okay oder apply, beides funktioniert. Und das führt dazu, dass ich jetzt hier oben so eine Run-Konfiguration habe. Also das heißt, dass ich jetzt hier was ausführen kann. Und wenn ich das ausführe, dann werden die Dateien, die in dieser Konfiguration sind, in diesem Fall ist nur eine, auf unseren Mikrocontroller kopiert. Also nach hier. So, jetzt klicke ich mal da drauf. Wohl wissend, dass das jetzt gleich zu einem Fehler führt. Sie sehen jetzt, es kommt wieder so ein neues Fenster hier unten. Da gibt es jetzt irgendwie eine gewisse Ausgabe. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern und dann kommt eine Fehlermeldung. Während wir darauf warten, warum kommt die Fehlermeldung? Wir sind
schon mit der Konsole mit unserem Mikrocontroller verbunden über den USB-Port. Ne? Also wir haben ja hier, ich mache das nochmal, die Konsole offen. Hier. Und die ist mit dem Mikrocontroller verbunden. Deshalb ist es jetzt nicht möglich, eine zweite Verbindung aufzumachen. Hier. Deshalb wird dieser Versuch, die Dateien zu kopieren, jetzt schief gehen. So, das breche ich jetzt aus dem Grund einfach nochmal ab. Was wir zuerst machen müssen, wir müssen die erste Verbindung, also unsere Python Shell schließen. Dann können wir das Ganze nochmal ausführen. Und Sie werden dann auch sehen, das geht relativ schnell. Ne? Also, jetzt haben wir direkt hier eine neue Ausgabe bekommen, dass alle Files hochgeladen sind und dass das Ding jetzt neu gestartet wird. Wenn das passiert ist, können wir jetzt Folgendes tun. Wir können uns wieder mit unserer MicroPython REPL verbinden. Was haben wir jetzt geschafft? Wir haben es jetzt geschafft, dass diese Datei test.python auf unserem Mikrocontroller ist. Und wie kann ich in Python und damit auch in der Python Shell das importieren, was in der Datei drin ist? Ich kann sagen, zum Beispiel from test, das Modul heißt test, import Stern. Wir sehen, das hat funktioniert, es gab keine Fehlermeldung. Damit ist jetzt unsere test.python-Datei importiert. Und jetzt wissen wir, es gibt eine Funktion Demo, die können wir jetzt ausführen. Und Sie sehen, hier direkt, ja, wir bekommen die Ausgaben, die wir erwartet haben. Genau die Ausgaben, die das einfache Python-Programm da oben liefert. Zweite Variante. So, und die dritte Variante, und das ist die, die wir später, wenn Sie Ihr Projekt umsetzen, immer verwenden werden, ist folgende. Ich mache das jetzt mal zu und lösche die Datei hier nochmal, um hier ein bisschen der Übersicht zu schaffen. Und jetzt machen wir eine neue Datei. New File. Die nennen wir jetzt main.python. Die Namensgebung ist wichtig. Der muss jetzt tatsächlich main.python heißen. Was machen wir in der main.python? Wir importieren als erstes mal das Time-Modul. Und dann machen wir Folgendes. Jetzt machen wir eine Endlosschleife. Mit Absicht mache ich jetzt hier eine Endlosschleife, also while true. Na, print hello world from main.python und dann warten wir mal eine Sekunde oder zwei. Time.sleep, 2 Sekunden warten wir und dann soll das Programm immer wieder durchgeführt werden. Also ganz einfaches Python-Programm, wahrscheinlich können Sie das jetzt im Video nicht erkennen. Ich mache hier einfach eine Endlosschleife while true, eine Ausgabe und dann Time.sleep, also 2 Sekunden warten. So. Wie bekommen wir diese Datei jetzt auf unseren Mikrocontroller? Hierhin, das wissen Sie schon. Wir brauchen eine neue Run-Konfiguration. So, machen wir hier Edit Configurations. Die hier ist kaputt, die brauchen wir nicht mehr. Machen wir eine neue. Bei dieser neuen Konfiguration wollen wir das main.python kopieren und das war's schon. Okay. Wir wissen auch, ich muss zuerst hier unten das Terminal schließen, anders klappt das nicht. Und jetzt, hat das offensichtlich gerade mit der Konfiguration nicht funktioniert. Deshalb muss ich die nochmal schnell machen, habe ich die vergessen zu speichern. Nee, hat geklappt. So. Und jetzt habe ich hier meine Run-Konfiguration. Main.python auf den Mikrocontroller kopieren. Und die führe ich jetzt einmal aus. Jetzt werden wir wieder sehen, das geht relativ schnell. Und dann gibt es diesen Soft Reboot, das heißt, der Mikrocontroller wird jetzt neu gestartet. Da sehen wir jetzt nicht viel davon, aber jetzt passiert was ganz Spannendes. Das MicroPython ist so aufgebaut, dass wenn es eine Datei gibt, die main.python heißt, dann wird die immer sofort gestartet und ausgeführt.
Immer wenn der Mikrocontroller neu startet, wird die Datei main.python ausgeführt. Jetzt sehen wir davon natürlich nichts, aber wir haben eine Möglichkeit, das zu sehen. Wir können uns nämlich jetzt wieder mit der Konsole verbinden und werden sehen, ja, das ist jetzt ein bisschen schade, wir werden sehen, dass jetzt dieses main.python hier, das wurde jetzt unterbrochen. Also das ist die ganze Zeit gelaufen, das wurde jetzt dooferweise unterbrochen und damit sehen wir jetzt keine Ausgabe, aber was eben passiert ist, das ist im Hintergrund gelaufen. Wie können wir das jetzt nochmal, wie können wir das jetzt schaffen, dass wir sehen, was hier passiert? Dafür klicken wir einmal auf die Help. Ich denke, das geht mit Ctrl D. Genau. Ctrl D macht so auch, löst so ein Reboot aus. Aber Sie sehen, ich habe jetzt nichts anderes gemacht, außer so ein Reboot ausgelöst. Da haben wir hier die Ausgabe, ja, der Reboot wurde ausgelöst. Dann startet sofort dieses main.python und das Ergebnis davon sehen wir jetzt hier. Jetzt kommt immer unser Hallo main.python. So, das sind die drei Varianten. Wir können entweder, ich unterbreche das Programm jetzt nochmal, wir können entweder Python-Konsole öffnen, Python-Code direkt eingeben, wir können eine Python-Datei auf den Mikrocontroller bringen, die dann importieren und ausführen. Oder wir können eine Datei main.python schreiben und main.python startet dann eben sofort. So. Und natürlich ist auch die Kombination möglich. Ne? Wenn ich jetzt in diesem main.python ein Modul Test importieren würde, dann könnte ich auch auf diese Funktionen, die darin definiert sind, zugreifen. So. Das war jetzt einmal im Schnelldurchlauf, Ihnen zu zeigen, wie Sie es schaffen können, Python-Code auf Ihrem Mikrocontroller auszuführen. Das sollten Sie einmal bitte durchführen. Wann Sie das machen, ob nach dem Blog-Seminar oder davor, ist mir eigentlich relativ gleich. Irgendwann müssen Sie es einfach mal testen. Ich werde das Video jetzt gleich zur Verfügung stellen. Wenn Sie das ausprobieren und es treten irgendwelche Fehler auf, es klappt irgendwas nicht, Sie wissen nicht mehr weiter, melden Sie sich im Forum, dann helfe ich Ihnen gern weiter. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und wir sehen uns bald in der Vorlesung.